Hallo, meine Wolfies, zu einer Runde Ender Games. Ich dachte, ich nehme mal was anderes auf als Skyforce. Und ich habe das Deep Kit, das heißt, ich kann jetzt am Anfang erstmal schön hingehen und mir alle so den Kisten snacken. Ungefähr so. Wenn ich an die Kisten drankommen würde. Und Sayonara. Könnte die bitte... Danke. Gut. Ich weiß, die letzten Tage kamen so gut wie gar keine Videos. Und es tut mir verdammt leid. Das Problem an der Sache ist, ich hatte die letzten Tage einfach... Ich weiß nicht. Ich war nicht so in der Stimmung zum Aufnehmen. Die Kisten hätte ich noch leer machen können. Warum tue ich das? Ich war nicht in der Stimmung zum Aufnehmen. Also wenn ich aufnehme, möchte ich auch, denke ich mal, einigermaßen gute Laune haben und das dann auch hinterher so rüberbringen. Aber wenn ich, keine Ahnung, selber, keine Ahnung, rumkränkel oder sonstiges und ich selber nicht so gute Laune habe, dann möchte ich das auch nicht in den Videos rüberbringen. Nicht. Ist es verständlich? Ich hoffe, das ist verständlich. Machen wir uns noch eben Brustpanzer aus Leder, auch wenn der nur aus Leder ist. Sicher ist sicher. Vielleicht rettet uns das noch den allerwertesten. Ja, also auf jeden Fall, das ist so, da möchte ich das auch rüberbringen. Also nicht rüberbringen mit, so, keine Ahnung, schlechte Laune oder keine Lust. Denn ich möchte ja schließlich mit diesen Videos auch gute Laune rüberbringen. Greif mir den an, ich weiß nicht, was er hat. Der hat gar nichts. Ja gut, dann würde ich sagen, wo ist der hin? Ach, der ist noch da unten. Okay. Tut mir leid. Naja, auf jeden Fall möchte ich halt gute Laune rüberbringen. Und das funktioniert dann nicht so gut, wenn man selber, keine Ahnung, nicht gut gelaunt ist oder keine gute Laune im Allgemeinen hat. So. Nein, die wollen mir gerade eine Hose machen, Mann. Ja, danke, jetzt schießt mir wer in den Popo. Super. Und hat auch noch bessere Ausrüstung als ich. Könntest du, bitte, danke. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht. Der kommt hinterher, natürlich. Wo könnten wir denn gerade mal hingehen? Damit wir nicht so wie auf dem Präsentierteller sind. Wir müssen dringend was essen. Gut, der folgt mir nicht mehr. Wir müssen noch mehr essen. Das, so. Wir müssen uns jetzt wieder hochheilen. Denn meine oberste Priorität ist gerade einfach nur zu überleben. Oh, da ist die Wand. Super. Alter Vater, mir geht das Torkit auf den Keks. Und ich bin so gut wie tot. Das war knapp und ich bin tot. Naja, noch eine neue Runde. Glaube ich. Eine neue Runde. Hoffentlich ein bisschen mehr Glück. So, ich habe wieder das Deep Kit, weil ich finde das für den Start am angenehmsten. Zack, zack, zack. Mal ist meins. Dankeschön. Und hui. Landen. Danke. Nicht so. Okay. Gut. Ja. Ich möchte gute Laune rüberbringen, wenn ich die selber keine habe. Und so, ja. Habe ich, glaube ich, jetzt oft genug erzählt. Aber... dadurch, dass ich jetzt die nächsten Tage wieder mal nicht zu Hause bin, habe ich mir überlegt, ich versuche zumindest so viel zuvor zu produzieren, dass in meiner Abwesenheit Videos kommen. Damit ihr dann versorgt seid und ja, weil mich das selber so ein bisschen stört. So, wie steht Nomdom? Und jetzt brauchen wir nur noch ein paar Sachen für Rüstung. Es ist in Endergames, also ich muss dazu sagen, das ist jetzt nicht die zweite Runde, die ich auch wirklich spiele.
Es gab nämlich so ein paar Runden, wo ich direkt von Anfang an getargetet wurde. Und ich finde, das nimmt hier in Skywars echt unangenehme Ausmaße an. Teilweise laufen mir die Leute direkt bei Rundenbeginn nach. Und dann denke ich mir so, hallo, habt ihr keine anderen Hobbys? Weil irgendwie ist das ja nicht Sinn der Sache, dass man einem von Beginn der Runde an nachrennt. Das ist, boah, nervt das. Egal. Gut. Nee, da hinten komme ich nicht dran. Aber hier dürfte doch bestimmt irgendwo noch eine Kiste für mich sein. Eine Kiste, bitte, danke. Damit ich mir wenigstens einen Brustpanzer... geh weg. Machen kann. Wobei, könnte ich dich eventuell kriegen oder eher nicht so? Hier ist irgendwo eine Kiste gespawnt. Die ist wahrscheinlich da oben, da komme ich nicht hoch. Da stirbt gerade wahrscheinlich einer. Da hinten ist einer. Na. Oh, cool, danke. Jetzt habe ich auf jeden Fall meinen Brustpanzer. Komm her, bleib stehen. Oh, fuck. Nice, super. Wow, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Alter, war das knapp. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine Hose, das kann weg. Das tun wir hier hin. Das kommt alles weg, 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 weg. Gut. So, das pack ich mal so, das weg, das weg, das weg. Und dann sammle ich das mal ein und das auch und gucke den da nochmal durch. Den haben wir schon an. Das kann weg, das kann weg. Den behalte ich mal. Und jetzt kann der nächste das einsammeln. Super. Oh, der da hinten mit seinem Hochbauen, das ist ja auch ein Genie. Ein Genius ist das. So. Wir können jetzt auch mal eine Falle machen. Und uns einfach hier hinstellen. Und warten, bis wir getauscht werden. Vielleicht haben wir Glück und dann rennt einer in die Lava. Wenn der da vorne nicht einen Strich durch unsere Rechnung machen würde. Super. Geh weg. Geh weg. Alter Genius, lass mich in Ruhe. Ja, ich bin Premium Plush. So, ja, so. Der ist getauscht worden. Komm, den holen wir uns. Der hat nicht viel. Komm, 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 komm. Bleib stehen. Ernsthaft jetzt! Du schon wieder. Warum werden wir eigentlich immer mit den Leuten getauscht, die ich am wenigsten leiden kann? Super, da ist die Mauer. Ist ja toll. Und jetzt sind wir so gut wie tot. Und wir sind wahrscheinlich tot. Ja. So. Das ist jetzt aber die letzte Runde. Ich hatte nämlich gerade schon wieder so einen speziellen Fall, wo mir einer von Beginn der Runde an nachgelaufen ist. Und da habe ich keine Muße zu. Können die Runde bitte starten? Danke. Ich sehe die Kisten nicht. Das ist toll, nicht. So, da ist nicht viel drin gewesen. Ich mag diese Targeter nicht. Vor allen Dingen hat er mich sogar noch vor Rundenstart wirklich genervt. Und zwar hatte der so ein, wie heißt das, Golem-Kit, wo du die anderen hochnehmen kannst und werfen. Und er hat mich immer wieder, wenn ich Holz abbauen wollte, um eine Workbench zu machen, hat er mich durch die Gegend geworfen. Und dadurch konnte ich das nicht richtig abbauen.
Und Himmel ist er mir auf den Sack gegangen. Und dann hat er mich auch noch, als die Runde angefangen hat, die ganze Zeit durch die Gegend geworfen. Dann hat mich aber nicht angegriffen. Er hat mich dann immer hochgeworfen und ins Wasser geworfen. Und hochgehoben und ins Wasser geworfen. Und sowas kann ich nicht leiden. Weil das machen die Leute nur, um zu trollen. Mehr Sinn gibt es dahinter nicht. Naja. So. Kommt keiner? Gut, dann kann ich ja noch weiter craften. Da habe ich eine güldene Hose. Zack. Und dich greife ich jetzt an. So. Jetzt habe ich ein Diaschwert. So. Zack. Das kann da bleiben. Dann machen wir es mal eben Helm mit. Damit wir nicht direkt vom Bogen abgeschneckt werden. Und das nehmen wir mal mit. Und blub, Schweinfett. So, eben noch was Nonsen, damit wir uns wieder ein bisschen heilen. Und dann gucken wir mal weiter. Also mein Ziel in Endergames ist es übrigens nie zu gewinnen, sondern einfach nur so lange wie möglich am Leben zu bleiben. Weil gewinnen tue ich ja irgendwie nie. Komm, bleib stehen. Bleib stehen. Lass dich doch. Danke. So. Jetzt müssen wir den ganzen Mist wieder aussortieren. Was sammeln die eigentlich immer alle für so ein Kreuz in ihrem Inventar? Ich meine, ich sammle auch so manches. Aber, das ist doch schon dezent übertrieben. So. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und das wollte ich anziehen. Egal. Dann laufe ich halt weiter mit güldenem. So. Ha! So, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Und hi! Na? Dankeschön. So. Können wir gleich weitermachen. So, was tue ich weg? Das kommt weg. Liegt hier überhaupt noch irgendwas bei, was ich brauchen kann? Ah, gucken wir das Ganze mal durch. Das kann weg. Das kann weg. Weg, weg. So, kann man mal eben durchgucken. Die kann ich behalten. Mit genug Gold kann ich mir nämlich goldene Äpfel draus machen. Tammy hat Ideen. Ob das funktioniert, ist dann die andere Frage. Das hier benutze ich, glaube ich, gerade mal. Man weiß ja nie. Und dann gehe ich mal in Richtung des nächsten Gegners. Auch wenn ich keine große Hoffnung habe, dass wir den besiegt bekommen. Denn irgendwie haben in Endergames immer alle bessere Rüstung als ich. So. Wo bist du denn? Wir müssen jetzt übers Wasser drüber, ich weiß. Aber ich würde doch gerne gerade nochmal gucken. Ob hier nicht irgendwo der ein oder andere Dia drin ist. Okay, das können wir eventuell brauchen. Zack. Okay, wir wurden gerade mit dem getauscht, wo ich eigentlich hin wollte. Dann würde ich sagen, können wir eventuell ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob ich da hingehen soll. Ich gucke lieber doch nochmal nach Dia-Sachen. Weil ich gehe mal davon aus, es leben nur noch sehr wenig Spieler. Dass die meisten von denen komplette Dia-Sachen haben. Und dann sollten wir zumindest auch so das ein oder andere Ding aus Dia haben. So. Und dann eben noch was Nonsen. Und dann gucken wir mal hier. Was ist denn hier? Das macht uns schneller. Und zack.
und wir wurden wieder getauscht. Tschüss. Guten Fall. Oh, doch nicht. Aber dankeschön. So, jetzt haben wir wieder so viel Mist und müssen das aussortieren. Ah! So, zack, zack, zack. Boom, klatsch, puff. Wie kann man so viel Mist im Inventar haben? Das ist doch echt nicht mehr feierlich. So, das kommt weg. Drei Dias. Immerhin. So, tschüss, 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 tschüss. Alles weg. So, da liegt nur noch mehr Krimskrams. So, dann verbrennen wir den Krimskrams da. Zack, 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 zack. Was ist hier das? Jetzt können wir uns mal eben durchgucken. So, weg, weg. Die Diaschwerte behalte ich mal. Wenn wir denn mal einen Verzauberungstisch finden, können wir mal eventuell gucken, was wir an Verzauberungen drauf kriegen. Oh, fuck. Mist, warum hatte ich nicht mein Schwert ausgerüstet? Shit, das kostet uns das Leben. Fuck. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.